DWJ, Grüße an Fabe, falls ihr ihn mal wieder seht. Ja, ich sehe den Fabe eigentlich fast täglich, aber wir springen erstmal in die nächste Map, da sind wir schon. Rechts unten gespawnt hier. Der blaue Sarg führt mit 1-0 vom Team Envias. Violet! Das würde mir jetzt gefallen, wenn der Violet 8-Pool drückt, weil Theodor hat jedes Match Hedge First gespielt. Was ist? Habe ich irgendwas verpasst? Die nächste Donation hast du verpasst. Und links oben, das ist der rote Sarg vom Team Liquid Pro. TLO! Warte mal. TLO! Ja. So, und da kommt nochmal vom DEFCON 85, 1 Euro ohne Nachricht. Wir danken dir, lieber DEFCON. Also wie gesagt, uns kommt tatsächlich nicht auf die Höhe der Donation an. Wenn ihr, also ihr müsst auch gar nicht donaten, aber wenn jemand was donatet, freuen wir uns natürlich über jeden Betrag, auch über 1 Euro. Das ist der Popcorn-Guy. Ja, der hinter mir sitzt, jedes Mal erschrecke ich mich, wenn ich mich umdrehe, das ist der Popcorn-Guy. So. Weil du halt mal Popcorn gemacht hast, doch immer. So, der Zerzockt sagt, Naruto, auch wenn Silvanas die geilste sind, Ambo echt ein super Caster, dein Caster auch alleine ist der Beste. Ja, ich danke dir, lieber Zerzockt, aber tatsächlich, da muss ich echt den Hut einfach davor ziehen, ZVZ und ZVP, da hat der Lambo einfach so viele Insights, da kann ich einfach nicht mithalten. Ist aber auch nicht, also natürlich sollte das der Anspruch sein, den ich habe als Caster, alles zu wissen, aber realistisch ist es halt nicht. Man kann eigentlich nicht so drin sein im Game wie ein Pro-Spieler selber. Also das ist einfach utopisch. Ich meine, sonst wärst du ja auch selbst ein Pro. An den Mechanics liegt es ja nicht, dass du... Ich glaube tatsächlich, dass mein Multitasking ziemlich schlecht ist aktuell. Ja. Sonst hätte ich nicht so harte Overmints, wenn ich irgendwie mikrointensiv spiele. Aber wie gesagt, das liegt natürlich auch an der Menge, wie viel man spielt, an der Zeit, die man reinsteckt. Aber ich finde, die meisten Pros, die haben halt einfach keine Passion dabei. Also wenn jetzt Hero Marine da ist, der hat halt richtig krasse Knowledge, aber der macht das halt irgendwie so. Und ja, das Spiel ist vorbei. Ne? So irgendwie. Und du machst halt immer so richtig die Passion noch irgendwie mit rein. Ich meine, ab und zu gehst du halt einfach. Ich glaube, der Lambo. Das habe ich einmal gemacht. Ich glaube, der Lambo hat tatsächlich auch Spaß am Spiel selber. Ich glaube, es gibt schon einige Pros, die nicht mehr so viel Spaß am Spiel haben. Ja. Die spielen einfach, weil sie damit noch. Also, ich weiß nicht, wie es bei dem Muslim aussieht, aber ich glaube zum Beispiel, er streamt, weil er halt Geld damit kriegt. Ich glaube nicht, dass er so super viel Spaß aktuell hat am Spiel, weil er auch nicht so super erfolgreich ist. Ja, aber das Ding ist, wenn du keinen Spaß am Spiel hast, dann glaube ich auch nicht, dass es Sinn macht, das Spiel zu spielen. Ja. Ich glaube auch, der Muslim hat Spaß am Spielen, um ehrlich zu sein. Also auf dem Stream, ich gucke den manchmal und der sieht eigentlich immer ziemlich happy aus. Außer wenn er gegen Lambo spielt. Also nicht so happy. Außer das letzte Mal, wo ich rausgeleckt bin, weil der PC hier abgekackt hat. Das letzte Game, was ich von Lambo gegen den Muslim gesehen habe, ist, glaube ich, da warst du den das dritte Mal oder vierte Mal bekommen auf Dash and Terminal. Da hast du 6-Pool oder so gespielt. Achso, ja. Richtig nice. Ich so, was hier los, Freunde? Dann war die Wall direkt vorbei. Und ja, wir sehen, die Linge kommen rüber, aber die werden nichts machen können. Vier Linge und eine Queen auf Seiten von TLO. Da passiert also, und fehlt uns der Sound. Morgu, ey! Freunde. Junge. Also wenn, wer ist denn der Typ? Wenn Sauron anstatt Nazgul den Morgul gehabt hätte, Junge, da wäre kein Sieg drin gewesen. Und der Spinecrawler läuft jetzt hier nach unten. Also ja, beide relativ safe, muss man sagen. Violet noch mal ein ganz Stückchen safer mit dem Spinecrawler. Wie weh tut so ein Spinecrawler, wenn der Gegner halt nicht pushen würde? Tut schon weh, oder? Mit der Drohne. Kommt drauf an. Ich glaube, Violet hat die Hedge gesehen. Und normalerweise macht Theodor immer Hedge first, außer wenn er 15 Pool 15 Gas macht. Weil der Spinecrawler ist ja viel zu früh für alle Timings, die TLO jetzt treffen könnte. Ja. Weil man sieht ja, der Cycling Speed hat jetzt erst angefangen. Ich glaube, Violet, das war einfach ein Safety gegen 15 Pool 15 Gas, oh. Speedling All-In. Oh, kannst du mal bitte auf Twitch Alerts gucken? Oh, Ischlock Leonardo, 60, yes. Guter Durst und ich komme immer noch aus Hansestadt, Hamburg. Ja, tut mir leid, lieber Ischlock Leonardo. Für mich wirst du immer der Schweizer bleiben, weil du einmal einen Tag irgendwie 7000 Euro donated hast. Aber ja, jetzt Verhandeln müssen wir... bringt's. Ja. Ha! Tja, ich sag mal so, Ischlock, ich weiß tatsächlich, dass du es hast. Du hättest die 90 mehr machen sollen für Silvanas. Die weint dann nämlich richtig hart. Ja. Guck mal hier, da kann man auch schon reinkraulen hier. Oh, mach das bei deinen Katzen. Ja, das mache ich immer bei meinen Katzen, aber die beißen wenigstens. Also du wenigstens. Du beißt halt nicht, das ist ganz gut. Und wir sehen, da kommt das Bane-Nest und Thilo. Der drückt schon wieder Linge. 12 Stück, aber das könnte dieser einfach Bane-Pressure sein. 14 Linge. So, jetzt frage ich lieber nochmal, bevor ich einen Quatsch erzähle. 18 Linge, ab wann ist es kein Bane-Pressure mehr, sondern richtig Commitment? 18 Linge ist schon relativ viel, oder? Nee, das ist kein Holden. Ja, oder hat er ein zweites Gas? Ja, das ist normalerweise, wenn du siehst, ein Gas und zwei Mineral Lines saturated, das ist immer Pressure eigentlich.
Man macht nicht, weil da bekommt man mehr Minereien. Das kann man nicht alles ausgeben. Ja, also gerne mal einen Hype reinhauen für den Ischlok Leonator. Man darf doch zweimal. Der drückt uns erst den normalen kurzen rein und danach... Oh mein Gott, oh das ist der teuflische Plan. Ah, mein Ischlok, ey. Alles so weit. Also weil die Linge sind jetzt... Ja. Sorry, bis gerade mochte ich ihn noch. So, jetzt zum Spiel. Die Linge... Ja, die sind jetzt hier am Start. Oh, weil er drückt Roach Ling durch. Und das ist gut für Thilo. Das, wie viele Leute spielen hier Roach Bane und Roach Ling Angriffe? Das ist eigentlich nicht so kommen zur Zeit. Aber TLO will Roach Bane durchdrücken. Und Violet drückt Roach Ling durch. So, lieber Florix, schade zu hören, aber man darf ja wohl auch mal einen Abend, vor allem der letzte Abend, wo wir jetzt zu dritt sind, darf man ja auch mal Spaß haben und dann einen in Anführungszeichen Wassercast haben. Also ich weiß nicht, warum man dann so meckern muss, weil StarCraft 2 steht eigentlich die ganze Zeit im Mittelpunkt. Auch die letzten Tage mit Lambo und Sylvanas stand StarCraft 2 immer im Mittelpunkt. Vor allem ist es der 139. Tag am Stück StarCraft. Also wenn du wirklich meinst, dein Abo deswegen nicht verlängern zu müssen, dann so sei es. Dann, aber wie gesagt, dann vermisst man einen auch nicht. Meine ehrliche Meinung, also wenn man da wirklich so meckern muss, dann mecker. Und ja, wir sehen, Violet kommt jetzt rüber und das sind tatsächlich eine ganze Menge. Aber Thilo hat auch schon selber 11 Roaches. Ist schon das, also in der ganzen WCS jetzt haben wir schon mindestens 4 oder 5 Mal Roach Bane gegen Roach Orleans gesehen. Also Roach gegen Roach Orleans. Und das ist eigentlich, passiert mir das nicht so häufig auf der Ladder. Ich glaube, das ist auch deswegen, weil Mutas so populär werden zurzeit und diese Ling Bane Ling frühe Ritte Zeugs. Das ist halt normalerweise besser gegen 3 Gas Roach Openings. Und da sehen wir, wie die Mindgames eben funktionieren im ZVZ. Und der Violet, der drückt jetzt erstmal selbst weiter Roaches hinten, aber das sind defensive Roaches, weil er gesehen hat, okay, der TLO will selbst auch durchdrücken. Nimmt sich die dritte Base dahinter auch. Und ja, aber ich glaube, er braucht wirklich einen Spinecrawler, falls er das jetzt defenden will. Boah, TLO spielt auch immer Roach Bane mit einem Burrow. Burrow finde ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Das sind 4 Banelinge weniger. Ja, damit er seine Roaches burrowen kann im Fall. Weiß nicht. Da würde ich lieber plus 1 oder sowas dazu nehmen, aber Burrow finde ich nicht gut. Also ich hype Burrow immer, wenn man wirklich Burrow Movement etc. also für den Late-Game-Plan oder Mid-Game-Plan hat. Aber so am Anfang, um ein paar Roaches einzugraben, finde ich das so lala, muss man sagen. Der Spine ist ziemlich weit nach vorne eingegraben. Das finde ich ziemlich optimistisch, weil Violet gibt halt dadurch ein bisschen von seinen Defenders Advantage her. Ja, Vader, ich finde schon das Mecker, wenn man sagt, ja, mein Zap würde ich erstmal nicht verlängern, weil einmal halt ein Stream, wo auch der Spaß vielleicht mal im Vordergrund steht, gemacht wird. Boah, schöne Konkurve von Violet. Die Banelinge gehen direkt, boah, schöne Transfuse auf die Spinecrawler. Da wurden alle Banelinge gegen den Spinecrawler gewastet und kämpft jetzt mit 3 Queens und fast gleich vielen Roaches. Das ist also ein sehr, sehr guter Hold für Violet und Violet wird ja die Führung haben, das sieht nicht so gut aus für den deutschen Tag-Spieler. Ja, der wird diese Armee komplett crashen, also. Und das bitter. Im GSL-System 1-0, 2-0 die Gegner schlagen und dann im Rematch sieht es gerade im Act schlecht für ihn aus. Er muss jetzt selbst wieder Roaches bauen, kann nicht hochdecken. Violet hat schon das Plus 1 fertig, drückt auch den Leer an. Und das ist keine komfortable Situation für T-Lord, denn der muss jetzt versuchen, seine dritte Base zu halten, während Violet jetzt einfach Counter-Pressure machen kann und dahinter sogar aufdrawen könnte. Ja, da kommen sie wieder, die drei, wunderbaren Gläser. Wir danken an Ischlok Leonator. Und ihr seht gerade, ja, der Konter kommt auf jeden Fall. Und boah, er geht direkt in die Natural rein, wenn er den Roach von wegdrückt. Ich würde gerne den Roach-Count mal sehen, denn ich glaube von Telosa maximal 3-4 Roaches am Start. Das Army Supply ist fast gleich. Das bedeutet, da ist sehr, sehr viel in Production. Ja, 5 Roaches und 8 Länge nochmal in Production. Und wenn der Violet da direkt reingeht, dann glaube ich nicht, dass es so gut für ihn endet, denn... Oh, ja, der könnte halt surrounded werden. Ja, so viel Roaches. Trotzdem kommt das GG von TLO. Schreibt GG. Das, ja.